Heute habe ich einen besonderen Gast dabei. Hi. Wer, wie heißt du? Genau. Ich bin Janine und darf ich das schon erzählen? Ja. Also ich bin Anders neue Reitbeteiligung, ich reite Rubinho jetzt und alles Weitere werdet ihr in einem anderen kleinen Text erfahren. Genau, weil jetzt zeigen wir euch erstmal, wie es bei uns so alltäglich abgeht. Boah, war ja klar. Janine war gestern da und hier sieht es so aus. Ich muss mich erstmal aufbauen, bevor ich rein. Toll. Super. Also die Richter, die haben mich nur gelobt. Ich bin da mit einer 8,6 herausgekommen und wir hatten fast 2,5 Punkte Abstand zu den anderen. Also echt, ich war richtig stolz auf den Decken. Ach, eine L bist du geritten? Ja. Ich dachte, bereits ein Dressurreiter-Wettbewerb. Nee, also das musst du von irgendwie falsch verstanden haben. Ja, aber hatten wir nicht gesagt, dass du keine Prüfung startest, die überwiegen du? Also jetzt mal ernsthaft. Aber ich finde das nicht gut, dass ich mit dem hier den Dressurreiter reite. Schau doch mal, ganz ehrlich, ich meine, wenn er mir so vertraut und wir ihn dann wieder zusammen schaffen, dann kann ich da ja auch eigentlich nicht so super viel. Ja, wer denn sonst? Wer reitet den denn sonst, wenn nicht du? Ja, deswegen klappt ja anscheinend. Ja, schön, dass du dich auf deine Anzeichen beworben hast und das mit dem Putzen klappt ja auch richtig gut. Wie weit bist du denn so geritten und was hast du so gemacht mit Pferden bis jetzt? Ja, also ich reite, seitdem ich 2 bin und mit 5 bin ich dann meine erste E-Dressur geritten. Und also immer alles richtig erfolgreich und so. Und dann war ich jetzt die letzten Jahre in einem hohen Dressurstand zu reiten. Und vielleicht hat dein Pferd auch ein Sonderpotenzial für ein bisschen mehr, als dass er jetzt bei dir geht. Okay. Aber sag mal, die Gamaschen, müssen die nicht andersrum? Nee, also das ist immer so, nach dem Dressur, da will ich die Beine besser heben und so. Das ist richtig, so bist du gleich sehen. Okay. Dann habe ich das bis jetzt immer falsch gemacht. Ja, also ich weiß ja nicht, wenn man sich das so mit der Ausbildung von deinem Pferd anguckt, vielleicht kennt man da ja schon so ein paar Macken. So, dann kann ich mal aufsteigen, ne? Hättest du mal gegen mich? Ja, ich mach mich halt doch mal. Okay, meinst du das gut? Ja. Ich weiß nicht, muss man nicht nach vorne gucken? Ich glaube, das ist doch alles gut, oder nicht? Ja, mach mal halt los. Ich glaube, du musst dich umdrehen. Nee, nicht das Pferd, dich. Sag mal, wie war's denn gestern eigentlich? Richtig gut. Also wir haben ein paar Seitengänge im Trab und so geübt und also das war echt toll. Ich wollte ja eigentlich auch noch schreiben, aber jetzt, wo du anrufst, ist es ja viel besser. Also du musst auf jeden Fall die Galopp-Pirouette üben. Ansonsten hast du beim nächsten Mal in deinem Dressurreiterwettbewerb sowieso alles verloren und dann geht's in meiner L-Dressur auch nichts mehr. Also ist mir gerade erzählt, wie ich mein eigenes Pferd zu reiten habe. Ich möchte ja nur helfen, dass der beim nächsten Mal besser läuft. Also ich meine, die grüne Schleife, die du dir da eingeheimst hast beim Springreiterwettbewerb, das war ja mehr Glück als Verstand. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Sei doch einfach froh darüber, dass ich dir so gute Tipps geben kann. Du, ich muss es gleich auch schon wieder auflegen, weil ich gebe jetzt gleich einen Reitunterricht. Bis dann. Das. Warte, Anna, ich helfe dir einfach. Sollen wir mal zusammen probieren? Ja, wenn du meinst, das ist bei dir dann klar. Ja.
warte, dann spritze ich ihn wirklich ab. Ja, wenigstens das. Und die Sattellage muss richtig sauber sein, sonst steuert das. Du kannst auch ruhig mal spülen, ne? Weil hier ist nämlich noch Dreck jetzt. Merkst du das? Und mach nicht so schnell, das muss auch gründlich sein, ne? Geht ja nicht um Schnelligkeit hier. So, ich komme ja direkt aus dem Büro, habe noch den Schlüssel in der Hand und muss erstmal gucken, was du alles machst. Toll. Dabei wollte ich doch eine Reibetellung weniger machen. Wieso gehst du denn so nah hinter dem Pferd her? Der könnte auch austreten. Ich habe zumindest keine Schande. Genau, sei vorsichtig, ne? Nicht, dass er dich tritt. Ja, sehr gut. Genau, schön sauber machen, aber ne, nicht, dass du ihm wehtust. Sehr gut. Ja, den hättest du jetzt aber noch auf den Boden stellen können, ne? Das ist ja jetzt das zweite Mal, dass du hier reitest. Und das wollen wir ja auch so machen. Das ist ja auf jeden Fall. Ne? Das kann ich mir auch ganz toll. Ich muss allerdings sagen, dass du dich ausreiten darfst. Du darfst auch nicht springen. Du darfst auch nicht in die große Halle. Du darfst nicht auf den Platz. Du darfst auch nur mit dem einen Hals kaputzen, weil nicht das kaputt geht oder so. Ne? Und ja, das darfst du auf Turniere gehen gar nicht. Ohne Helm reiten geht auch gar nicht. Ich möchte auch bitte, dass du immer die Stiefel kriegst. Und dass du keine Handschuhe anhast, finde ich auch sehr gefährlich. Also am besten soll man putzen, die Handschuhe tragen. Weil, ich meine, wenn du strikt durch die Hand putzt, dann tut das richtig weh, kennst du ja. Ja, natürlich. Ja, ein Helm passt ja auch immer auf. Ja, ein Helm passt ja eh auf, ne? Weil dein Band hängt da so unten runter. Das machst du am nächsten Mal, damit du weg machst. Auf jeden Fall. Nicht, dass mich das stört. Nein. So. Und Ohrringe sind auch super gefährlich. Ehrlich, das geht gar nicht mit dem Helm. Tut mir leid, also wirklich. Ne, da denkst du aber nicht klar, klar. Ja, und ansonsten muss ich dir noch was sagen. Genau, den Paddock, den fliegst du bitte immer von hinten nach vorne, weil das am effizientesten ist. Ne, andersrum möchte ich nicht sehen. Ja, ne, gar nicht. Ich merke das, wie gefegt wurde, wirklich. Ich merke das. Du siehst das auf dem Boden, oder? Eben, also ja, natürlich. Man sieht das hier von hinten nach vorne. Ja. Gut, dass wir uns so gut verstehen. Also ich freue mich, dass du mein Pferd reiten würdest. Die ersten 3 Wochen aber vielleicht nur im Schritt. Und dann klar, damit man ihn natürlich erstmal kennenlernen muss, also das ist gar kein Problem. Eben, du kannst ihn bestimmt irgendwann noch tragen, ne? Und wenn du lange genug da bist, so 2, 3 Jahre, dann darfst du mal. Ja, du, völlig verständnismäßig, also gar kein Problem. Passt, ne? Oh, super. Ja, ach, schön. Toll. Boah, das ist ja super, dass du den zum Bahn geritten bist. Schau mal an, Karl. Wenn du in der Reitbeteiligung hast, dann musst du den auch immer machen, ne? Okay. Also der wird jeden Tag gemacht. Eigentlich, ich habe jetzt die letzten 3 Wochen leider nicht gemacht, weil ich halt da. Aber das wäre nicht so schlimm, weil du machst ihn ja dann, ne? Super.
Hi. Hi. Na, alles gut? Ja, ich habe gerade Mittagspause und muss gleich noch weiterarbeiten. Und du? Ach so, ja, mir geht's ganz gut. Wie lange musst du denn arbeiten? So bis 17 Uhr. Okay, und fährst du danach direkt in den Stall? Ja, genau. Ich habe meine Sachen schon im Auto. Ach cool, ja. Dann viel Spaß nachher. Danke. Ciao. Ciao. Ah, hi. Hi. Na? So. Was machst du denn hier? Ich bin doch gerade schon gerissen. Ach, du bist schon gerissen? Ja. Ach so, ja. Okay, dann. Ja. Ich wollte gerade sagen. Ja, genau. Und dann bist du mir ganz sicher. Ja, natürlich. Okay. Ja. Ja, also du bist jetzt schon mit einem fertig. Ich bin mit einem fertig. Mensch, aber ich kann. Ja. Okay, dann. Ne? Bis dann. Ciao. So, dann gucken wir doch mal einmal. Ich bin ja auch weg, das merkst du das ja nicht. Warum ist das denn meine Steckbügelung? Ich dachte, sie ist geritten. Lügt die mich jetzt an? Meinst du, sie kommt damit jetzt durch? Das fällt mir ja auf, wenn sie nicht geritten ist. Aber warum reitet sie denn nicht? Ich meine, sie darf ja mal einen Schritt reiten. Das soll ja auch reichen. Anna? Wolltest du nicht gerade nach Hause fahren? Hallo! Ja, wollte ich auch. Was machst du am Sattel? Ich wollte gucken, ob das rostet. Ob das rostet? Ja, aber ich habe vorgestern geputzt, Anna. Ja, aber ich habe da nicht sogar noch hingeguckt. Kontrollierst du mich? Nein, ich habe gestern die Kapalo gelesen. Und da stand, dass dieses Ding da unten drunter, ich habe gerade den Namen vergessen, das rostet manchmal. Und da wollte ich einfach nur gucken, dass es nicht rostet. Dass es nicht rostet? Ja, ne, weil das ist ja wichtig, weil wenn das rostet, dann muss ich das ja wissen. Wir haben den Sattel vorgestern geputzt und der Sattel war vor einer Woche beim Sattler. Der hätte dir gesagt, wenn da irgendwas rostet. Ja, stimmt. Eigentlich wollte ich auch was ganz anderes. Eigentlich wollte ich nach der Grenze gucken, ob hier der Sperrriemen noch da ist. Ja, natürlich. Wolltest du nach dem Sperrriemen gucken? Ja, also wirft jetzt. Anna, ich fahr dann mal, ja? Ciao. Ja, ciao. So, wir hoffen, das Video hat euch gefallen und wir nehmen die ganze Situation nicht ganz so ernst, weil eigentlich mögen wir uns ja doch. Genau, also viele am Stall fragen öfter schon, ob wir uns länger kennen oder sowas. Genau, die ganze Situation war nur gestellt und eigentlich ist das gar nicht so schlimm bei uns. Eigentlich nicht. Manchmal schon, aber eigentlich nicht. Genau, also Chaos kann schon mal vorkommen oder so, oder dass der eine dem anderen irgendwas vergisst zu erzählen, was einem dann erst am Stall wieder einfällt, aber ansonsten kommen wir ganz gut klar, oder? Ja. So, ja. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Ciao. Muss es höher halten, bitte. Und wenn wir die Transportbeteiligung nehmen, nimm. Ja. Moment. Outtakes! So, das war's mit unserem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wir hoffen, dass ihr nicht alles zu ernst nehmt, weil genau. Eigentlich. Also, natürlich ist das natürlich nicht so.